Kessler. Hallo, hallo und Kutschikungo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, heute wieder zu den Top 5 um 5 nach 5, dem ersten Platz auf der Liste der beliebtesten Listenshows Deutschlands. Wir spielen auch heute wieder die coolsten, die besten und um nicht zu sagen die allerschönsten, sage ich es nicht, sondern stattdessen die frechsten Songs zu einem Thema. Ja, und das Thema heute freut mich ganz besonders. Nein, liebe Zuschauer, es geht nicht um Bushaltestellen. Warum sollte es auch? Es geht um 3, 2, 1, 0, Party! Party! Ja, Party. Ballermann, Après-Ski, Saufen, Kotzen, Pimmel halten. Sie alle kennen es. Party bis zum Morgengrauen. Tanzen, schwitzen, feiern, Trichter trinken und dann einfach umkippen und am nächsten Tag fühlst du dich, als ob dir ein Wiesel ins Maul geschissen hätte. Juhu! Party! Ja, und wir spielen die 5 wildesten Party-Hits aller Zeiten. Heute für Sie in den Top 5 um 5 nach 5. Die Top 5 um 5 nach 5. Top 5. Es ist wieder 5 nach 5 und wir starten mit Platz 5 der wildesten Saufhits und Schalalala Drecksau-Party-Tunes aller Zeiten. Wer kennt sie nicht? Ich, aber Sie ganz bestimmt, das bekannte Kunstkollektiv, die Experimentalmusikpioniere rund um Blixer Bargeld, Beate Bartel und B.B. King Blocksberg. Die einstürzenden Neubauten nämlich. Der erste Song und damit Platz 5 stammt von ihrem Ballermann-Zyklus Oligarch Epsilon P3 Ansatz 5 Erlenmeyer-Kolben gewolft. Und der Song heißt, na klar, haben Sie es schon erkannt, Clap Your Hand to the Party for Der Schlund der Medusa von den einstürzenden Neubauten. Honiggelber Saft im plastilinen Glase, schwach nur sprudelnd. Der Puppenspieler schickt Wellen auf, Schall auf mich hin. Hermes Psychopompus begleite mich auf dem Weg in den Hades. Neokortex drückt Unterhaltungsmuster mir in den Sinn. Trage mich, Süßes, vergessen in die militärfreie Zone hinein und werfe mich in den Schlund der Medusa, wenn du weißt, was ich mein. Ich weiß es doch auch nicht. Die Top 5 von 5 nach 5. Und hallo zurück zum vierten Platz von 5 von 10 bei die Top 5 um 5 nach 5. Es ist immer noch 5 nach 5 hier bei WTFM 100,05. Wir kommen zum nächsten Ballermann-Après-Ski-Hit der Superlative und ich kann Ihnen sagen, da wird so richtig mit der Pimmelschnarre gepeitscht. Heiler Fickbernd, uiuiui. Denn der nächste Künstler wurde bekannt mit so eingängigen Hits wie Halleluja, Suzanne und So Long Marianne. Doch nicht nur Marianne wurde So Long, auch seine Ballermann- und Après-Ski-Hits. Ja, die wurden so richtig So Long. Und dafür gewann dieser Ausnahmekünstler 1982 sogar den Preis der österreichischen Schallplattenkritik in Bronze. Sie wissen es längst, Leonard Cohen, Platz 4. Die Sonne wärmte den Stein. Draußen da saßen wir
unter tausenden Menschen allein. Nur die große Aufgabe vor mir. Und ich träumte von Stolz und von Ruhm. Sie winkte mir zu, wie von weit. Und sie sagte, ich glaube, dass du das schaffst, doch du hast nicht mehr viel Zeit. Natascha, sie stand fest zu mir. Und dann zählte sie rückwärts von drei. Und so riss ich den Schlauch in die Luft. Und ich hängte den Schluckreflex aus. Natascha schrie, das hier ist größer als wir. Ich will, dass du ganz fest an dich glaubst. Und der Trichter lief leer und der Tag beugte sich dem Bier und dem Schlauch. 3 Liter zwischen mir und der Unsterblichkeit. Und ich schluckte und ich spuckte nichts aus. Ich war der Trichterkönig von Eldarinal. Und alle vollgeilen Bräute hier fanden mich richtig gut. So richtig gut. Die Top 5 von 5 nach 5. Nach so viel Saufen brauchen wir jetzt erstmal etwas Erholung, oder? Claro. Also fahren wir fort mit einem Künstler, den Jean-Paul Sartre in seinem Tractatus Logicus seinerzeit als den, Zitat, unangefochtenen König der Bumsmusik bezeichnete. Und ich sage Ihnen eins, also der, das ist ein ganz verkommener Hund. Viel Spaß mit The Streets. Oi, oi. Euler bringe Bitte, mir Bier und Magen bitter. Heute wird gebacken. Heute lass uns wittern. Freut euch, der Boy streunt nur heut. Heut träumt der neue Joint. Oi, oi, wir träumen von Scheun. Und moin, brauch ich wen zum Betreuen. Schlacker, dass die Ohren schlackern. Baer, man, Pai, baer. Alter, fucker, maer, fucker. El Arenal, Party, maer. Ich kann nicht mehr gut rittern. Konsonanten fitten. Es ist schon bald halb sieben. Und ich hab wieder nicht gefickt. Wein, wein, wein. Wein, wein, wein. Wein, 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 ich wein, ich wein, 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 weil mich wieder keine Fitte will. Kein Fitten, kein Fitten, kein Fitten für uns zu ön. Kein Fitten, kein Fitten, kein Fitten für uns zu ön. Kein Fitten, kein Fitten, kein Fitten für uns zu ön. Nur Bier und Kübel zu ön. Kein Fitten für uns zu ön. Wieder mal nix zu fitten. Für uns geile Türen. Nur Bier und Kübel zu ön. Und wieder nix zu fitten. Die Top 5 von 5 nach 5. Wodka, Wodka, E. Wodka, Wodka, O. Wodka, Wodka, E. Wodka, Wodka, O. Wodka, Wodka, E. It's time for Apfelkorn. Ja, manchmal braucht ein starker Song nur einen hypnotischen Beat und einen hypnotischen Beat, um seine Botschaft zu entfalzen. Und dann, selten aber manchmal, wird man staunend Zeuge, wie sich große Kunst vor seinem inneren Auge entfalzt. Ich sage nur, Shakira, Shakira, hit me baby one more time. Hey,
It's time for Apfelkorn. Vodka, 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 oh, oh, vodka, 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 oh. It's time for Apfelkorn. Die Top 5 von 5 nach 5. Wow, wow, wow. Und wir kommen schon zum letzten Platz, also zum ersten Platz, je nachdem von welcher Seite, also von oben. Ich sage nur wow, wow, wow. Aber vorher möchte ich noch kurz eine Sache loswerden, liebe Zuhörer, die mir am Herzen liegt. Bitte, liebe Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten, bitte hören Sie auf, Robben zu schlachten. Kleine Robben mögen auf den ersten Blick wie einfache Opfer wirken, aber es ist moralisch schlicht und ergreifend falsch, diese feinfühligen Wesen einfach mit einer Keule zu erschlagen. Und mit dieser etwas kritischen Note kommen wir nun zu unserem Gewinner der Herzen und auch der Liste, nämlich zur Nummer 1 der Top 5 um 5 nach 5, die geilsten Ballermann-Hits und Sauflieder. Im Studio verabschiedet sich Bianca Kessler mit einem winkenden Auge. Und jetzt Ohren auf für den ersten Platz, Tokotronic. Ich folg dem Echolot an meinem Ring. Und ich laufe, bis ich mich spüre. Hinab zu den Wassern der Brandung, wo ich ein ganz alltägliches Ding mit einem Bildungsausdruck und abstraktem Konzept kombiniere. Ich hab den Schmerz des schieren Daseins. Satt, dass ich ihn nicht mehr spüre. Gilgamesch und Fliesentisch, Tinte und Tod und die Trunkenheit, überall Titten, ich schwöre. Ich will saufen, 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 bis ich entgleise. Güterzug aus dem Jenseits. Ich saufe, bis ich ausscheide. Unten am Strand den Sangria, gespickt mit Südfrucht und Halmen. Da unten, da gibt es kein Halten. Da oben, da saufen wir. Saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen. Flank ich ne random Alte richtig geil weg hinter der Düne und dann geht's zurück zu den Buben und dann Schotz im Gewühle und ich piss dem Frank in den Eimer und ich trink Fanta Jägermeister und der Trinkhelm erleuchtet im Blaulicht der Zelle, die ich heute heimat nenne, weil geil, was ne Party, die war ja so geil am Entgleisen und ich in der Mitte und saufen, 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 saufen. Das Auto mit André
Schäfer. WTFM 100,0 ist ein Podcast von Rummelplatz Musik und der Wundertütenfabrik. Technisch umgesetzt wird der ganze Bums von Audiotism. Geschrieben und ausgedacht von Luxan Wunder. Musik von Rummelplatz Musik, Audiotism, Jan Goya, Yellow Cookies, Andreas Balicki, CRZ und Sandro De Lorenzo Gardinal. Mit den Stimmen von Charlotte Hübsch, Sandro De Lorenzo Gardinal, Felix Römer, Sarah Danzeisen, Tim Sander, Katjana Gerz, CJ Kuse, Theodor Schickenberg, René Dubois und Jan Goyer.